So, und damit begrüße ich euch zu einem neuen Projekt. Oh mein Gott, es geht weiter mit der Legacy of Kain-Reihe und auch mit dem, ja, wahrscheinlich ersten Teil, den viele überhaupt erst kennen, wenn überhaupt, nämlich Soul Reaver. Für die PlayStation 1, ja, ich spiele die PlayStation 1-Version, weil die modernen PC-Ports auf Steam und so leider häufig nicht funktionieren, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, weiter geht's. Hui. Wir haben ja bereits in diesem Jahr den ersten Teil der Reihe, nämlich Blood Omen Legacy of Kain, gespielt. Ein Spiel, das noch sehr anders ist als seine Nachfolger, aus der Top-Down-Perspektive ein bisschen mehr im Rollenspiel-Segment anzutreffen. Und wie man hier an dieser Mini-Demo schon erkannt hat, hier geht das Ganze in die dritte Dimension über. Oh mein Gott, ich hab Bock. Und ja, das Ganze spielt jetzt einige Jahre nach dem ersten Teil, genau genommen. Also ich weiß es nicht so genau, aber ich glaube mehrere tausend Jahre nach dem ersten Teil. Wir erinnern uns, in Teil 1 haben wir Kain gespielt, daher auch Legacy of Kain. Einen, ja, Adelsherrn, glaube ich, so ein bisschen aus Korhagen. Ha, ich habe mir den Namen des kleinen Dorfes sogar gemerkt, leck mir am Arsch. In der Welt von Nosgoth, ne, einem, ja, mittelalterlich Fantasy angehauchten Welt, in der alles scheiße ist, alles dreckig, Pest wütet, alles zum Kotzen, ja, wie man es kennt. Und ja, da haben wir Kain gespielt, der eines Nachts von Banditen, glaube ich, überfallen wurde und zu einem, beziehungsweise der getötet wurde und dann wiederbelebt wurde von Morbius, glaube, nee, war das Morbius? Ach, scheiße. Jedenfalls einen von dem, von den Hütern der Säulen, ja. Und zu einem Vampir gemacht. Und ja, dann haben wir quasi ein bisschen Rache geübt, haben unsere Peiniger getötet, aber haben danach auch einen neuen Auftrag erhalten, nämlich die Hüter der Säulen zu töten. Denn in der Welt von Soul Reaver Nosgoth gibt es die Säulen. Ich habe jetzt übrigens keine Recherche mehr betrieben. Ich hoffe, ich kriege das hier aus meinem Gedächtnis richtig hin. Ich glaube, sieben Säulen? Weiß ich nicht genau. Sieben? Neun? Irgendwas? Ich glaube, eine ungerade Zahl. Oh, das war sogar eine andere Demo. Leck mir mal. Genau. Die Säulen, die quasi so ein bisschen, glaube ich, dafür verantwortlich sind, dass das, ja, Gleichgewicht der Welt, ja, bestehen bleibt. Und wir haben die Aufgabe erhalten, jetzt muss ich mich gerade erinnern, auf jeden Fall alle Hüter der Säulen zu töten. Das haben wir auch getan. Mit dem Hintergedanken, wenn nämlich eine Säule oder ein Hüter der Säulen stirbt, dann wird quasi ein neuer auserkoren, der just in dieser Sekunde geboren wird. Und ich glaube, das war so ein bisschen so der Gedanke einer Reinigung, ne, dass wir quasi so ein bisschen neue Hüter, weil da einfach so ein bisschen Scheiße am Werk war und einige Hüter da ein bisschen Schindluder betrieben haben. Ich glaube, so in etwa war das. Genau, und am Ende, das ist übrigens, was ich erzähle, das ist alles jetzt, glaube ich, nicht so wichtig für die nachfolgende Geschichte, deswegen habe ich mich noch nicht mal so informiert. Beziehungsweise wir werden es dann wahrscheinlich selber erfahren hier. Genau. Und das Ganze endete dann in einem Kampf gegen, ich glaube, Morbius war das dann, der sich dann auch als Hüter herausstellte, der hatte da irgend so einen Plan mit uns, ich weiß es nicht mehr genau. Egal, wir haben auf jeden Fall alle getötet. Und am Ende stellte sich heraus, wir selber waren der letzte Hüter der Säulen. Quasi just in dem Moment, in dem wir zum Vampir wurden, sind wir quasi zu so einem ja, Hüter geworden. Ich weiß nicht mehr von welcher Säule, aber zumindest von einer von der. Und am Ende mussten wir quasi eine Entscheidung treffen, ob wir uns opfern und quasi damit, ne, unseren Auftrag erfüllen. Oder ob wir einfach sagen, fuck it, wir töten uns nicht und wir bauen uns jetzt hier unser tausendjähriges Reich so in etwa auf. Und tatsächlich kann man da ja die Entscheidung fällen im ersten Teil. Und ich habe mich ja für die böse Seite entschieden, nicht wahr? Also für das ewig währende Reich und das auch nicht ohne Grund. Denn das ist das Kanonende, ja. Denn genau daran knüpft jetzt Soul Reaver an. Einige tausend Jahre später, wir spielen in diesem Teil nicht Kain, sondern den Kerl da links, Raziel, der eine ganz eigene Geschichte hat. Und die werden wir jetzt erfahren. Ja, oh mein Gott, ich habe Bock drauf. Ja, mehr kann ich eigentlich nicht, glaube ich, sagen. Ich habe die Story gut zusammengefasst. Ich kenne das Spiel noch nicht, logischerweise. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe auch Bock drauf, weil wir jetzt, wie man hier sieht, in der dritten Person, einer dreidimensionalen Perspektive spielen werden. Und ich glaube, es wird ein bisschen geiler. Also, lass uns anfangen. So. Ich glaube, bei den Optionen ist alles soweit eigentlich sexy. Die Stimmen, ja. Ich hatte es eben schon mal ganz kurz getestet. Vibration bitte an. Das war eigentlich schon laut genug, also wir gucken mal. Das können wir bestimmt mal jederzeit ändern. Ich hoffe auch, der Sound ist so cool, ne? Wir werden es gleich feststellen. Es ist ja momentan irgendwie ein bisschen, hat mein PC keinen Bock auf kluge Soundeinstellungen, beziehungsweise macht er da die ganze Zeit Much, aber passt schon. Oh, ich muss mal aufstoßen hier. Spielbeginn!
Kain wird vergöttert. Die Clans erzählen sich Legenden über ihn. Nur wenige kennen die Wahrheit. Einst war er sterblich, wie wir alle. Ich bin Raziel, der Erstgeborene unter seinen Statthaltern. 1000 Jahre lang habe ich Kain gedient. Ich stand bei ihm und meinen Brüdern, als das Reich entstand. Die Gabe entwickelte sich beständig weiter. Wir wurden immer weniger menschlich und immer mehr Göttern gleich. Stets wurde Kain als Erster vom Zustand der Änderung erfasst und ging gestärkt aus ihm hervor. Einige Jahre nach dem Gebieter folgte dann unsere Weiterentwicklung. Bis ich die Ehre hatte, meinen Gebieter zu übertreffen. Für meinen Verstoß wurde mir eine neue Art der Belohnung zuteil. Todesqual. Es gab nur ein mögliches Ende, meine ewige Verdammung. Ich, Raziel, sollte das Schicksal von Verrätern und Schwächlingen teilen, im See der Toten ewig brennende Agonie zu erleiden. Werft ihn hinein! Brennend, mit weißglühendem Feuerschweif, stürzte ich den Tiefen des Abgrunds entgegen. Entsetzliche Schmerzen. Erbarmungslose Todesqualen. Die Zeit hörte auf zu existieren. Nur noch diese Qualen. Und ein immer tieferer Hass auf die Heuchelei, die mich zu dieser Hölle verdammt hatte. Eine Ewigkeit verging. Die furchtbaren Schmerzen ließen nach. Und ich taumelte vom Rand des Wahnsinns zurück. Der Sturz hatte mich vernichtet, und doch war ich am Leben. Ich kenne dich, Raziel. Du bist würdig. Welcher Wahnsinn ist dies? In was für einer jämmerlichen Hülle befinde ich mich hier? Im Vergleich zu dieser Verkleidung wäre der Tod wahrlich eine Erlösung. Du hast ja den Abgrund nicht überlebt, Raziel. Ich habe dich nur vor der vollständigen Auflösung bewahrt. Dann ziehe ich die Auflösung vor. Die Wahl liegt nicht bei dir. Ich bin verloren. Du bist wiedergeboren. Es wurde ein Ungeheuer in Kains Legion geboren. Es war diese Seele, welche den seelenlosen Körper animierte, in dem du einst lebtest. Das aber, Raziel, ist Nosgoths Ende. Das Gleichgewicht geht verloren. Die Seelen der Toten bleiben gefangen. Ich kann sie nicht im Rad des Schicksals drehen. Sie können ihr Los nicht vollenden. Leiste Buße. Oder, solltest du dies vorziehen, übe Rache. Beende deine Fehde mit Kain. Vernichte ihn und deine Geschwister. Befreie ihre Seelen und lass das Rad des Schicksals sich von neuem drehen. Nutze deinen Hass, um ihre Seelen zu rauben.
Ich kann dir helfen. Werde mein Seelenräuber, mein Soul Reaver, mein Todesengel. Okay. Los geht's. Oh, ich muss erstmal. Ah, so. Jetzt kann ich mit dem Stick spielen. Ich muss einfach den Analog-Knopf auf PS2 drücken. Ja, ja. Der läuft wieder automatisch. Aber jetzt hört auf. Okay. Los geht's. Wir sind Raziel und wie man sieht, wir haben uns ein bisschen verändert im Gegensatz zu Katze. Und ich finde, ohne Scheiß, ich finde Raziels Design irgendwie so cool. Ich weiß auch nicht. Das ist. Klar, es ist so ein bisschen 90er, frühe 2000er. Style, aber irgendwie ist es cool. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie, ich mag das irgendwie. Ja, dritte Perspektive, krass. Kamera drehen machen wir uns mit der Schultertaste. Sehr ekelhaft, aber gut, ist dann halt so. Wir können springen, wir können prügeln. Ui, wir können mit Kreis ganz komisch hier uns öffnen. Ich glaube, es ist das Pendant zum Blutsaugen aus dem ersten Teil. Dreieck macht nichts, mit irgendeiner Taste können wir uns ducken, genau, und ich habe auch schon gesehen, wenn wir dann springen, hui, springt man auch höher. Kann man irgendwie, nee, rollen oder so kann man dann nicht. Oh, mit R1 können wir langsam gehen, okay. Ja, ich glaube, das war es so an Optionen bisher. Ja, schön, ne, wie wir gesehen haben, Kain, ne, das war der Typ auf dem Thron und so, den wir im ersten Teil gespielt haben, hat sich sein Reich irgendwie erbaut und... Ja, Raziel, wir waren wohl einer seiner Diener oder einer seiner Lakaien, einer seiner Freunde, wenn man so möchte. Und er hat uns verraten, indem er uns die Flügel abgerissen hat. Ich denke mal, achso, übrigens, wir können auch so ein bisschen hier gleiten. Habe ich nicht so ganz verstanden. Ich glaube einfach, ne, was da irgendwie stand, so von wegen, irgendwie, dass ich ihn übertreffe oder so. Also wahrscheinlich sind die Flügel irgendwie so ein Zeichen davon, dass ich irgendwie stärker und mächtiger mittlerweile bin als Kain. Und das hat ihm halt gar nicht gefallen. Deswegen habe ich die Flügel rausgerissen und mich da in diesen endlosen Strudel geworfen. Ich wurde aber gerettet aus dem Strudel, kurz vor meiner kompletten Auflösung, bevor ich quasi komplett verreckt bin. Und der Typ jetzt sagt hier, no, Kain, der macht irgendwie ganz viel Schindluder da. Der kann seine... Die verlorenen Seelen können quasi nicht in Frieden gehen. Und deswegen... Sollen wir jetzt entweder Buße tun? Für unsere Schandtaten. Wir haben ihm ziemlich viel lange geholfen, immerhin, glaube ich. Sollen wir büßen? Oder aber uns rächen. Und ich würde sagen, die letztere Option ist ein bisschen einfacher und deswegen wählen wir die. Hehe. Diese Tore verzerren den Raum und spannen einen Weg über weite Entfernungen. Man nennt es auch Teleporter. Teleportationsportale. Was? Kann mal gucken. Warte mal, ich habe jetzt aber von da, ne? Ich öffne es natürlich trotzdem mal. Ah, warte mal, hä? Gott, wo kann ich mich denn überhin porten? Oder was soll das sein? Ich gehe wieder. Muss mich erstmal fertig umgucken. Da kam ich von hier. Bin mir gar nicht sicher. Du bist schwach, du brauchst Nahrung. Der alte Hunger hat mich verlassen. Ich habe kein Verlangen nach Blut. Du hast dich verändert. Dein Blutdurst wurde durch ein tieferes Bedürfnis ersetzt. Nun brauchst du Seelennahrung. Du musst die verlorenen Geister der Unterwelt jagen und die Seelen deiner Feinde verzehren. Das gibt dir Kraft. Mhm. Seelen verschlingen. Das ist wahrscheinlich, ja, okay, diese Anzeige unten rechts. Wenn die ganz unten ist, ist es wahrscheinlich Käse. Ich snack mir mal ganz viel, bis es voll ist. Und ich habe jetzt irgendeine Special-Fähigkeit? Ne, ich denke nicht. Okay, ich denke aber, der Teleporter da hinten hat nichts zu bedeuten. Keine Ahnung. Boah, richtig Tutorial hier, ey. Ah, jetzt kriegen wir auch. Okay. Ich kann mich hochziehen. Das ist eine schöne Option auf jeden Fall. Gefällt mir. Hui. Alten hochspringen. Cool, weil das ein richtig Tutorial hatte. Das ist für PS1-Spiele ungewöhnlich. Manchmal ist es hakelig, das Hochspringen, weil irgendwie will er manchmal nicht so ganz. Obgleich zerstört, sind dennoch nicht ganz unbrauchbar. Greife nach ihnen, wenn du springst, und sie werden dich über diesen Abgrund tragen.
Okay. Hui. Yep. Mhm. Ah, ich mag das. Keine Ahnung, das hat so genau den... Oh oh. Oh oh. Das ist jetzt ärgerlich. Das ist jetzt sehr ärgerlich. Ein Moment. So, ich habe mal neu gespielt. Wir haben zum Glück jederzeit die Funktion zu speichern. Ich hoffe, das bringt auch in der Hinsicht so viel, dass ich dann auch wirklich, ja, dass ich dann auch immer quasi hierhin zurückge... Also genau da, wo ich auch speichere, wieder zurückgesetzt werde. Und ich hoffe nicht, dass es sich irgendwo beim Speichern aufhängt, sonst habe ich ein echtes Problem. Weil ich kann, glaube ich, nicht, wenn ich jetzt Speichern drücke, neuen Save anlegen, ne? Nein, das geht nicht. Das ist natürlich ein bisschen doof. Hoffen wir, dass es alles gut geht. So, gucken wir mal, was jetzt passiert. Wenn es wieder abstürzt, habe ich ein Problem. Dip, 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 dip. So, hier ist abgestürzt eben, ne? Aha. Wer sind diese abscheulichen Kreaturen? Sluak, die Aasfresser der Unterwelt. Ihrem wilden Hunger sind zahllose Seelen zum Opfer gefallen. Geister, die nun niemals Ruhe finden werden. Mhm. Klingt danach, dass ich die verprügeln sollte. Ah, automatisch anvisieren. Ah. Oh, okay. Ah, guck mal hier. Hui. Okay. Ah, die Seelen sind quasi meine, meine Lebensanzeige. Da kommt der. Hm? Na komm her, du Lutscher. Wirst du woher kommen? Oder ist er tot? Dann rennt er aber nur panisch rum. Ah. Ja, keine Ahnung. Okay. Ja, dann esse ich ja noch die letzte Seele hier, ist auch okay. Huch. Ich verstehe nicht so ganz, warum die dann immer ankommen, wenn ich meine Seele fressen will. Ach so! Okay. Got that. Okay. Gucken wir mal. Kann ich hier hoch? Huh, ja. Hui. Ja, ich hoffe einfach mal, dass jetzt der Spielabsturz einfach mal einmalig war, so ein bisschen. Oder zumindest ist nicht so häufig passiert. Ich werde dann öfter mal abspeichern, auf jeden Fall, aber. Alle paar Sekunden ist auch ein bisschen ätzend. Diese Portale bilden deine Verbindung zwischen der spektralen und der materiellen Ebene. Mit ihrer Hilfe kannst du Materie sammeln und Kraft deines Willens in der körperlichen Welt Gestalt annehmen. Das wird dich jedoch anstrengen. Dafür musst du erst ganz bei Kräften sein. Um auf diese Ebene zurückzukehren, brauchst du keine Verbindung. Du kannst deine körperliche Hülle jederzeit zurücklassen. Aha. Soll ich da rein, ist die Frage. Ich glaube, der meint damit wirklich, meine Leben sollen voll sein. Was sie sind. Ich gehe einfach mal rein. Drücken Sie die Select-Taste. Okay. Sorge dafür, bei Kräften zu bleiben, um deine Manifestation in der körperlichen Welt zu verlängern. Nimmst du nichts zu dir oder trägst du zu viele Wunden davon, löst sich diese vergängliche Hülle auf. Klingt sinnvoll. Oh, das Symbol unten hat sich tatsächlich verändert. Es ist jetzt so ein bisschen wie bei Blood Omen, dass es jetzt langsam leerer wird und ich muss immer mal wieder zwischendurch snacken. Wahrscheinlich. Es ist vielleicht so ein bisschen das durchziehende Gameplay bei den Story-Verteilen, obwohl ich das immer ein bisschen kacke fand, aber gut. Gucken wir mal. Das scheint nicht zugänglich zu sein. Ja, es wird weniger. Okay. Ich bin jetzt halt in der echten Welt. Eben war ich in der spektralen Welt, jetzt bin ich in der materiellen Welt. Ich finde übrigens, das Spiel sieht für ein PS1-Spiel echt gut aus. Du bist noch jung, Graziel.
Doch haften dir viele deiner vampirischen Schwächen an. Wasser bringt dich zwar nicht um, doch deine körperliche Hülle löst sich auf und du musst in die Geisterwelt zurückkehren. Wisse, dass Wasser auf der spektralen Ebene weder Gewicht noch Auftrieb hat. Es ist so dünn wie Luft. Okay. Dann gleite ich mal rüber. Aua. Eieiei, es wird ganz schön schnell übrigens weniger. Gut, aber ich würde sagen, ich beende jetzt ganz genau hier die erste Folge und ich drücke mal schnell Start, damit ich nicht mehr von meinem Leben hier verliere. Speichern, ja. Ich werde auf jeden Fall jetzt speichern. Ich gucke mal, ob das so hier funktioniert, ob ich dann wirklich direkt hier wieder spawne. Oder zumindest nicht so weit weg, nicht, dass ich dann trotzdem jetzt irgendwie wieder am Anfang spawne, weil ich noch nicht irgendwie einen richtigen Speicherpunkt hatte. Ich habe keine Ahnung. Aber ich denke mal, das wird klappen. Ja, ich freue mich aufs Projekt. Ich hoffe, der Absturz war, wie gesagt, einmalig. Oder zumindest nicht so häufig, dass ich das, ja, auch problemlos von der PS1 aufnehmen kann. Aber ich hatte keinerlei Startprobleme. Also, ich habe das Spiel eingelegt und es ging direkt los. Nicht wie bei anderen Spielen, wo es manchmal hakt. Und auch diese typischen Geräusche, die meine PS2 dann immer macht, dieses sind hier nicht der Fall. Also, naja. Gucken wir mal. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.